Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. In dem heutigen Test eines Produktes geht es nicht vorrangig um einen Grill. Sekundär ist es schon ein Grill, aber vorrangig ist es ein Ambientefeuer. Und zwar etwas, wo ich sage, aus mehreren Gründen finde ich das cooler als diese klassischen Feuerrohre oder Feuersäulen, die man mittlerweile auch aus dem Discounter kennt. Und zwar kann dieses Ambientefeuer mehr. Denn ich kann es auch als Grill verwenden. Von dieser Marke gibt es tatsächlich auch einen Pizzaofen. Und diese Marke hat nochmal eine Eigenschaft, die sie besonders qualitativ hochwertig macht. Was das alles bedeutet, was das kann, was das optisch Schöne an diesen Ambientefeuern ist, welche Ausführungen es davon gibt, all das klären wir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Los geht's. Heute geht es um den Hersteller Solo Stove, der vorrangig solche Ambientefeuer hier gestaltet. Und es gibt die in verschiedenen Größen. Das, was wir jetzt hier haben, ist die mittlere Größe. Es gibt nochmal eine Nummer größer, das heißt vor allem breiter. Es gibt nochmal eine Nummer schmaler. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Variante als Tischfeuer. Auch das, finde ich, sieht sehr attraktiv aus. Und diese Geräte gibt es auch in verschiedenen Farben. Das heißt, hier haben wir jetzt die klassische Edelstahl-Variante. Die gibt es aber auch in anderen Farben. Und das Schöne ist, da kennt ihr mich, ich mag es, dass darunter trotzdem Edelstahl ist. Das bedeutet, selbst wenn ich die mattschwarze Variante nehme, die ich optisch auch sehr schön finde, dann habe ich darunter trotzdem Edelstahl. Besonders gut zur Geltung kommen jetzt diese Ambientefeuer bei Dämmerung, wenn es dunkler wird. Und deswegen werden wir die gleich einmal, wenn es dunkel ist, auch in Action testen. Ihr seht aber schon hier auf der Produktverpackung, wie das Feuer nachher aussehen soll. Und dieses Feuer erzeugt Solo Stove nicht durch die klassische Verbrennung des Holzes, sondern dadurch, dass hier das Rauchgas, was entsteht, nochmal entzündet wird und ich dadurch diese Gasfeuer anmutende Flamme bekomme. Und der schöne Nebeneffekt neben diesem optisch tollen Feuer ist, dass ich keinen Rauch habe. Das heißt, ich habe hier ein rauchloses Feuer, was erzeugt wird, was zum einen einfach schön aussieht, also als Ambientefeuer toll geeignet ist, zum anderen eben dann nicht mich zuräuchert, selbst wenn ich eben hier oben drüber nochmal eine Überdachung oder ähnliches habe. Und was zum Dritten natürlich auch trotzdem nochmal Wärme spendet. Und das sind drei Eigenschaften, wo ich sage, wenn Ambientefeuer das bietet und dazu auch noch schick aussieht, vielleicht sogar verschiedene Farben bietet, dann hat es alles. Alles, was ein Ambientefeuer haben muss. Aber jetzt geht es noch weiter, denn ja, das kann Wärme spenden, indem es diese abstrahlt. Es geht natürlich aber weitestgehend nach oben weg. Diese Wärme, die nach oben geht, die ist ja aber mit nahem Abstand auch sehr, sehr heiß, denn es ist ein klassisches Feuer, was mit Holz betrieben wird. Und das kann ich auch nutzen zum Grillen. Und dieser Hersteller hat sich gedacht, dann lasst uns dafür doch auch Aufsätze bauen, dass ich das Ganze zum Grillen, Braten und Kochen verwenden kann. Und genau auch das kann ich damit tun. Es ist also auch ein stylisches Lagerfeuer mit Bratpfanne und Grillfunktion. Und wie schon angesprochen, sobald es hier ein bisschen dunkler wird, werde ich euch das Ganze einmal in Action zeigen. Währenddessen hole ich jetzt aber nochmal ein anderes Produkt von Solo Stove, was wir in der Zwischenzeit testen werden. Das seht ihr aber in einem extra Video. Und zwar ist das ein Pizzaofen. Und jetzt sagt ihr, Pizzaofen gibt es doch schon wie Sand am Meer und jeder bringt seinen Pizzaofen raus. Genau das ist richtig und das habe ich mir auch gedacht, als mir dieses Produkt vorgestellt wurde. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, da haben wir deutlich bessere Alternativen im Sortiment, preis-leistungstechnisch auch schon in derselben Preisklasse und natürlich auch in den Preisklassen darüber. Warum sollte ich das aufnehmen? Und da kommt jetzt ein Punkt zu tragen, der für all diese Produkte gilt. Solo Stove gibt, wenn ihr so ein Produkt bei Grillgoods kauft, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, auf jedes Produkt, auf jedes Bauteil eine lebenslange Garantie. Und somit ist das hier der erste und einzige gasbetriebene Pizzaofen mit einer lebenslangen Garantie auf alles. Auf den Brenner, auf den Stein, aufs gesamte Gehäuse, auf die Dämmung, auf die Elektronik, alles. Dadurch, dass die uns dieses Versprechen gegeben haben, werden wir das für euch auch einfordern, solltet ihr das Ganze kaufen. Sollten die das irgendwann mal revidieren, was ich befürchte, dass sie in ein paar Jahren sagen werden, okay gut, jetzt sind wir im Markt etabliert, jetzt nehmen wir das mal wieder zurück, weil irgendwie ist das vielleicht doch nicht ganz wirtschaftlich, werde ich euch darüber informieren. Aber jeder, der bis dahin bei uns etwas gekauft hat, der kriegt natürlich auch diesen Garantieanspruch. Den habt ihr gegenüber dem Hersteller. Wir werden natürlich aber als Fachhändler diesen Garantieanspruch für euch durchfechten.
Und jetzt warten wir nur noch ab, bis es dunkel wird. Dann werden wir den hier testen und in der Zwischenzeit machen wir unseren 2 Stunden Pizzateig. Auch das Rezept habe ich euch hier mal auf dem Kanal gezeigt. Wenn euch sowas interessiert, lasst ein Abo da, Daumen nach oben für den Kanal, schaut in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch das. Und dann werden wir mal testen, wie gut der hier eine Pizza macht. Alles vorbereitet und natürlich dann gibt es einen neuen Regenguss. Wir gucken, dass wir das trotzdem gut hinkriegen, weil das Ding soll ja keinen Rauch erzeugen. Gerade bei Regen raucht sowas auch immer sehr gerne sehr stark. Das Prinzip soll so sein, dass wir hier unten drin letztendlich einen Holzrost haben, wo wir das Holz drauflegen. Unten drunter haben wir Luft für eine gute Belüftung, für eine saubere Verbrennung. Das Holz verbrennt, die Rauchgase steigen auf. Hier oben haben wir nochmal eine Lochung drin. Dort sollen die Rauchgase nochmal erneut entzündet werden und es soll diese wunderbare, tolle Flamme geben, die nicht nur schön aussieht, sondern eben auch dafür sorgt, dass hier kein Rauch nachher aufsteigt, sondern dieser Rauch wird eben verbrannt. Und dafür brauchen wir Grillanzünder, in dem Fall jetzt einfach hier so eine Küchenrolle, weil wir haben zwar einen Grillfachhandel direkt nebenan mit ganz viel Grillwolle, aber ich war jetzt zu geizig, eine neue Verpackung aufzumachen und die in unserer Grillschule ist jetzt am Wochenende leer geworden. Deswegen tut es auch mal so ein Zewa und da stapeln wir jetzt erstmal so ein paar dünne Holzscheite und dann ein paar dickere und dann gucken wir mal, wie dick das Ganze hier werden kann. Je größer natürlich der Solo-Stove, desto größer können die Holzscheite dann nachher sein. Feuer ist entzündet. Wir können jetzt ein paar dickere Scheite dazulegen und noch sehen wir diese noch nicht perfekte, saubere Verbrennung. Das ist, glaube ich, auch noch kein Rauchgas, was sich entzünden lässt. Passiert nichts. Jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert, bis es nachher den Effekt hat, den es haben soll. Es waren jetzt vielleicht 10 Minuten und jetzt haben wir tatsächlich schon das Phänomen, wir haben keinerlei Rauch mehr. Wir haben ein schönes Feuer. Alles, was an Rauchgasen entsteht, das sieht man richtig schön, wie das verbrennt. Wir haben ein tolles Ambientefeuer und wir haben hier auch eine tolle Wärmeabstrahlung. Also die Wärme geht nicht einfach nur nach oben verloren, sondern wir haben hier in diesem Bereich auch wie so ein Lagerfeuereffekt davon. Muss ich sagen, genial. Und jetzt hin und wieder mal einen Scheit nachlegen und dann werden wir das Feuer jetzt nochmal am Leben halten, bis es schön dunkel ist, damit wir das auch richtig genießen können. In der Zwischenzeit machen wir weiter mit unserem Pizza-Video. Auch das nicht verpassen. Es ist jetzt noch nicht ganz dunkel, aber bei zunehmender Dämmerung muss ich sagen, das überzeugt mich total. Wir legen hier hin und wieder mal einen Holzscheit nach. Das Feuer ist wunderschön, wir haben gar keine Rauchentwicklung. Ich fände diese Teile wahrscheinlich noch schöner in matt-schwarz und wir werden nächstes Jahr unsere Grillschule modernisieren, einmal alles komplett neu bauen. Wenn ihr Bock habt auf geile Grillseminare, schaut in die Videobeschreibung und kommt vorbei. Und da werden diese Teile hier auf jeden Fall ihren Platz finden im Gesamtkonzept, weil ich glaube, die machen sich richtig, richtig gut. In verschiedenen Größen wird noch verschiedene Einsätzen, Aufsätzen zum Grillen etc., was man hier alles machen kann. Und das ist viel mehr als nur Stockbrot. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann werden wir das testen. Vielleicht werden wir das ein oder andere Rezept auch mit den Teilen machen. Aber hier wird so nah jetzt schon ziemlich warm. Ich muss ein bisschen mehr Abstand nehmen. Also mein Fazit, absolut Daumen nach oben. Ich sehe überhaupt keinen Nachteil daran. Klar, man könnte jetzt sagen, die Kosten zwischen, ich sag mal so ein Tischding, zwischen 100 bis hin zu 500-600 €, je nach Ausführung, je nach Größe, je nach Farbe etc. Aber bei Grillguts bekommt ihr dazu natürlich auch immer noch mal einen sehr guten Preis, ein Angebot, einen Rabatt, vielleicht ein Community-Bundle. Ich guck mal, was ich mir da überlegen kann für euch, dass ihr die Dinger für ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis erwerben könnt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Im nächsten Video gibt es dann auch wieder was vom Grill. Bis dahin. Ciao.